Warte kurz, den Pokémon. Okay. Okay, warten. Oh, Schnee. Ich schnallt. Da, der Rabotzeplatz. Das war die alte Version neu verformt. Die vor 2010 oder so gekommen ist im Kino. Wo der eine den Rabotzeplatz spielt. Ja. Das gleiche Story wieder. Das gleiche. Oh, die gleiche Story. Ach, die gleiche. Nur der andere Schauspieler. Schnee ins Auge. Du wärst doch deiner, der, wo der eine der 2000er denn. Ja, weiß ich ja. Wie hat er noch keinen Armin Rosa oder sowas? Oder Armin oder. Ich weiß nicht, wie der hieß, aber. Ich fand ihn auf jeden Fall nicht so gut. Das ist schon ein deutscher Schauspieler und alles. 2010. Der. Christian, Black Adam ist gut. Huibu. Huibu. Der ist lustig. Also Black. Adam habe ich nicht gesehen. Das ist gut. Das ist. Der soll gut sein. Ja, das ist wieder ein Shazam. Er ist eigentlich der Vorgänger von Shazam. Shazam ist das gleiche, nur der verwandelt halt so wie er sich zu den einen verwandelt. Ja. Du siehst, ist es echt der Rock, der ist wieder verwandelt. Das ist eigentlich die Vorgeschichte für die Zauberer. Wakanda, das war ein guter Film. Hotzenplatz. Die neue Version und alte Version. Den Film haben sie inzwischen nicht hier drauf, ne? Ja. Nehmen wir hier, warum? Also, ja, 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 ja. Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen hier auf den Schnee, verschneiten Würzburg. Mein Name ist Justus König, wir kennen als Jana schon da und da und das ist der Kumpel Christian Pokémon. Hey Christian. Ich bin gerade Pokémon und wir waren gerade im Kino, gell? Ja, natürlich. Ihr habt mich eingeladen. Wir haben hier. Was haben wir geguckt? Black Panda. Wakanda, gell? Black Panda 2. War cooler Film, gell? War das Black Panda 2? Ja. Nee, oder? Das ist nur. Und ich hab ein Sparmenü genommen. Ein Sparmenü, also das Menü für 12 Euro. Popcorn, große Cola. Und da gab es so ein Eisbär. Basten soll da Schnee dran dazu. Ja, ein Eisbär. Ja. Also der Film war gut, sag ich, aber sowas wie heute habe ich auch noch erlebt. Denn der Christian wird es gleich erzählen, der Pokémon. Was war heute anders im Kino? Ja, es waren Kinder drin, die halt immer gestört haben. Wir hatten den VIP-Sitz und hinter uns in der Mitte und hinter uns waren Kinder, gell? Ja. Die haben geschrien, jugendliche Kinder, die haben gepfiffen, geschrien, geredet, Handy angemacht, Licht. Bist du mal gesagt hast, Schnauze. Gell? Richtig. Aber es hat auch nichts gebracht. Oder? Ja, doch, als ich es gesagt habe, da war es relativ ruhig. Ja. Ja, und dann haben auch hinter uns welche gekuschelt. Oder geschlafen. Ja. Keine Ahnung. Und ich glaube, es waren viele Kinder drin, jugendliche Kinder. Also, ja, Max habe ich eigentlich nicht so gesehen, eigentlich. Ja, wenige. Außer dich. Und du bist ja da, war das Kind mit, mit Bart. Du hast das. Du siehst halt noch so alt aus, da bist du noch jung. Ja? Ja. Aber so war der Kinofilm gut, gell? Ja, natürlich. Ach, super. Black Panda 2. Ein cooler Film. Der ist extra gemacht für Abschiedung an den Schauspieler, der gestorben ist, gell? Ja, natürlich. Der sehr traurig eigentlich, ja. Ja. Wir wollen ja nicht viel verraten, was im Film alles geht. Sonst wäre das dann. Wie heißt das immer, wenn man so viel verrät vom Film? Wie meinst du? Wenn man vom Film zu viel verrät, was ist das dann? Spoilern. Spoilern, ja, spoilern. Wir können nur eins sagen. Schaut euch an, das lohnt sich. Cooler Film. Guter Film, gell? Jo. Schnee. Jetzt noch in Würzburg. Und er fragt, wie das Kino war? Im Cinemax. Würzburg. Da kommt nächstes auch der 3 Fragezeichen der Film raus, neue, mit 3 Schauspielern. Und da kommt dann noch mal raus die neue Version von Hotzenplotz.
Robotzenplatz und Kasper und Seppel. Dann drei Nikolaus. Und das war Rui Bruder Sexton Schloss. Black Adam. Black Adam. Der kommt aber nicht mehr. Achso. Ich bin nur noch im Sinne gehört. Ist da oben hier vorne, ein Konzert. Ja, so ist das. Du bist das over and out. Black Panda! Wakanda für alles! Nein, musst du machen! Wakanda für alles! Wakanda für alles! Wakanda! Hey, da ist Aquaman! Aquaman! Das sind Avataren! Ja. Da ist das Pokémon! Warum sind die eigentlich nicht gestorben, als die eine Kriegerin ein Schwert durchgejagt hat? Fragen wir Fragen, das fragen wir uns. Fragen wir einfach Marvel, oder? Ja. Oder Disney. Das ist so eine Haut. So Leute, jetzt sind wir im Kino. Okay, das sind bösen Weihnachtsmann für den Tag, oder? Ja, bösen Weihnachtsmann. Oder keine Ahnung, wie heißt. Nightmare. I don't know. Er heißt Volland Night oder was? Violent. Violent Night. Night. Ja. Gehen wir rein. 19:45. Und? Ja, ist er zurück? Und er zu Hause? Ja, guck, der Bär kam hoch. Guck mal an jetzt. Christen, Weihnachtsmann, böse Weihnachtsmann, ne? Wir gucken an, du bist Weihnachtsmann. Was ist das, ein Weihnachtsbär? Weihnachtsbären. Weihnachtsbär, Polarbär. Und weil das vom Kugel geht. So, wie happy ist jetzt hier, oder? So. So, jetzt haben wir einen Weihnachtsmann-Film drin, gell? Der war cool. Ja, der war auch sehr interessant. Das war kein böser Weihnachtsmann, sondern guter. Nur das war sowas wie Kevin allein zu Hause. Du bist Weihnachtsmann, gell? Ab 18 oder so. Mit Weihnachtsmagie. Ab 16. Ja, aber ich meine, es war schon brutal. Mit Gangster und brutal, viel Blutvergießen und cool und lustig, alles. Ein schöner Weihnachtsmann-Film, brutaler. Gut, kann ja allein zu Hause, kann man so. Ebenfalls laufen wir zurück jetzt. Wieder zum Parkplatz. Die Frage: Heute wird leider nichts mit Disco. Er kann auch da nicht. Ja. Die anderen auch nicht. Der andere muss leider, hat er geschrieben, muss leider morgen arbeiten. Frühstück. Also es klappt heute nicht. Alleine Disco ist nicht so, mein lieber Freunde, aber das haben sie gerade für nächstes Mal. Nächste Wochenende, gell? Nächste Wochenende. Gibt's ja noch mehrere Wochenende. Alleine sein ist nicht so mein Ding. Nur kein einziger Wolf. Mit anderen Leuten reinzugehen, ist lustiger, oder? Ja, stimmt schon, ja. Alleine ist langweilig, oder willst du alleine Disco gehen? Natürlich nicht. Ja. Bist du alleine? Aber der Film war echt cool, gell? Ja, der war schön. War aber schön heute, oder? Zwei Kinos an, zwei Filme geguckt. Ja, hab ich auch. Davor kurz in der Stadt gelaufen. Und Chinesisch gegessen, gell? Chinesisch. Ja. Weil alles sonst voll war. Ja. Was will man ja? Jetzt haben wir zwei Weihnachtseisbären. Weihnachtsbären von Mindy her. Und wir haben jetzt zweimal VIPs jetzt gehabt, gell? Ja. Aber diesmal, wie war's denn hier so im Publikum? Es war besser, aber es ging noch so. Ja. Auch ein Laute. Ja. Und gelacht. Aber die VIP-Plätze sind einfach nicht bequem. Mag ich nicht. Das wäre ein Platz, oder? Ja. Nee, eigentlich auch nicht. Nein? Nee. Okay. Ja. Damit ist es das dritte Adventswochenende. Das sind wir noch Sachen, gell? Es hat einfach zu schneien, gell? Ist nicht da. Aber Kinokamera ist gut, gell? Kinotag. Zwei Kinos auf jeden Fall geguckt.
Welche Fahrt war der beste von den Filmen? Von den zwei? Wie, was? Welche von den zwei Filmen fandest du heute am besten? Beide gleich. Beide gleich, das ist gut. Das ist gut. Na, Christoph, wie lange seid ihr hier? Ja? Seit 12.30 Uhr oder 12.40 Uhr, oder? Ja, bis 22 Uhr irgendwas, oder? 22 Uhr. Ungefähr 13 Uhr waren wir da, ja. 13 Uhr bis 22:20 Uhr. Und 10 Euro bezahlt, Parkkredit hier unten. So Leute, leider fahre ich jetzt wieder nach Hause. Alleine Disco ist nichts für mich. Zu langweilig alleine, kein Einzelner. Deswegen sag ich sorry. Wird nichts, wenn die Leute absagen auf einmal. So. Aber nächste Woche kommt wieder, gell Christian? Ja, nächste Woche, ja. Mobil ist der Weg. Aber hier ist echt teuer, das Parken. Das geht doch, also ich hab schon voll rein. Auch länger bleiben. Aber jetzt alleine Disco Night gehen, rumlaufen, alleine sein, ist nicht mein Ding. Mit Freunden ist besser. Aber die Arbeit müssen. Echt, ey. Hast du einen Kratzer oder so? Nee. Hab ich nicht. Genau das habe ich. Weißt du schon? Oh. Alter, warum sind deine Scheiben frei? Ja, sind frei. Hast du einen Kratzer? Ich habe auch keinen Kratzer. Was? Ich habe keinen Kratzer dabei. So was habe ich gar nicht gerechnet. Dann kann man jetzt hier stehen, bis man es nur nochmal zahlen muss. Ich habe keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Das weiß ich nicht, sorry. Kratzer. Wer hat das schon gerechnet? Ja, ich muss auf der Maschine das Wand machen. Oh nee. Jetzt ist das runtergefallen. Da ist schon weg. Gut. Servus. So, gute Nacht. Schönen zweiten Adventswochen, schönen dritten Adventswochen, dann bin ich schon rein. Ciao, ciao, goodbye to you. Auto ist gefroren. Das Auto voll vereist dann. So vereist was heute. Ja, richtig gefroren. Ich bin schon schön deist. Ja, so gefroren noch. Voll gefroren. Und das Eis immer noch drauf. Ich guck mal rum. Null Grad zum Glück. Da ist es. Noch ein bisschen weiß. So, da bin ich und ich war leider nicht im Disco, wie gesagt. Der andere Kumpel musste leider, hat auch bekommen Nachricht, dass er morgen mal Frühstück hat. Deswegen habe ich entschieden, wenn der andere nicht kann und der andere auch nicht kann,
dann ja, wieder nach Hause fahre. Alleine ist Disco einfach langweilig. Disco. Und wenn er gefragt hat, kann man Disco Frauen kennenlernen? Geht? Ja. Ein Kumpel hat gesagt, du musst einfach nur gescheit angezogen sein. Disco-mäßig, so was wie ich jetzt das abgerät. Dann soll man gescheite Jeans-Oberteil anziehen. Dann soll man vielleicht ein Hemd. Und dann Uhr. Eine Silberkette. Sneakerschuhe, sowas. Hat er gesagt, und guter Parfüm. Also nicht stinken, gutes Parfüm und gutes Deo, ein Haargestalt und Zähne geputzt, also kein Hundegeruch. Dann hätten wir dann Chancen, der andere meint, besser ist ohne Alkohol cool zu sein, das kommt besser an, als mit Alkohol. Aber viele trauen sich ja Frauen nicht anzusprechen, dann lieber mit dem Alkohol. Ja, keine Ahnung, ich sag einfach, geh mit Kumpels rein, ist klar, habt ihr Spaß am Tanzen, Musik hören raus, aber alleine, na, ist noch Reizwürfe. So was mache ich nicht, weil sie dachte, ich mache alleine. Nee, leider nix, sorry. Ja, ja. Weißt du, was eins gesagt hat heute? Der Pokémon. Der Pokémon hat geweint, ich bin fett geworden. Bauch ist gewachsen. Ja, es kann sein, dass dieses. Sonst habe ich mir so ein schwarzes T-Shirt angehabt. Ja, sowas, wo Wölfe und Sonne drauf ist. Das hat ja schlank, schwarz war schlank. Sowas kann schon ein bisschen vorhandig sein. Gut. Ja, aber es was bringt? Fragezeichen. Manchmal ist es so, man muss einfach Glück haben. Wie Lotto spielen. Welche ziehen eine Frau an und welche ziehen ab? Boah. Kannst du mit dem Kumpel reingehen? Der Kumpel hat vielleicht Knotten, aber die Frauen stehen auch voll auf den ab, weil der hat einen Magneten. Du bist das andere Magnet. Das ist keine sowas. Also ich gehe jetzt nicht rein mit denke, ich habe Volksverschossen. Ich stehe rein, weil ich Bali machen möchte und raus. Also eine kennenzulernen oder Freunde zu finden in Disco. Welche Sachen heute, naja, schwer, guck mal. Ich glaube, ich bin nicht so ein Typ für Frauen anziehend. Bauch. Oh, Bauch. Oder wie? Ja, wäre jetzt das Bauch weg, wäre schlanker, ein bisschen Muskeln, hätte mehr Geld. Dann kommt man gut an. Dann hat man den, ja. Dann hat man Erfolg, Chance. Wie sagt man immer, Optik sieht auch, Charakter und Optik. Macht noch am meisten. Oder nicht? Sogar Männer. Wenn die Männer sagen, okay, ich opte scheißegal, warum nicht gleich so eine Frau, die so ist. Also, Optik ist immer. Und Charakter. Ist halt so ein Urinstinkt. Keine Ahnung. Ja. Also, dann wünsche ich auch eine schöne Nacht. Schöne dritte Adventswoche, schöne Weihnachtszeit, schöne Adventszeit, Winterzeit und so weiter, kalte Zeit. Justus over and out. Good night. Jo. Vielleicht wird's nächste Woche Ende. Also wenn du Kumpels nicht absagen, dann geht's Bade mit denen. Wenn sie absagen, alleine, scheiße. Naja. Ich würde gar nicht erwarten, dass ich da reingehe und dann mit ein paar Mädels rausgehe. Also sowas, ich glaube, meine Art Typen sind höchstens froh, wenn welche Menschen, Frauen dich mal ansprechen oder dich angucken. Glaube ich mal. Heutzutage ist die Welt wieder anders. Vielleicht früher habe ich gehört, was viel einfacher. Heutzutage ist alles schwierig. So Internet ist immer so einfach. Ja, will ich sowas sagen? Die Welt verändert sich mit der Zeit. Muss einfach eine Zeit gehen. Naja. Kumpels hat immer Zeit, geh mit dir fort. Mit Frauen. Hab nicht so, bin nicht so befreundet, sowas. Mit denen, deswegen ist es auch nicht dabei. Kumpels, so Kumpels, gehst fort. Oh. Das ist anders. Ja, also ich glaube, das ist immer schwierig. Man, wenn er sagt, für jeden Deckel gibt es einen blassen Topf, naja, das ist eine andere Sache. Man darf nie aufgeben, aber ist doch egal. Hauptsache man ist grün, ist glücklich, man kann nicht viel von Wänden erwarten. Woanders gibt es Leute viel schlechter. Und so weiter. Ganz dicht mit der Liebe. Bist du gesund? Keine Ahnung. Oh.
und sich darauf versteifen und irgendwas nehmen und was hat was, hatte ich ab. Das wird gar nichts. Es passiert oder passiert nicht. Nutzt doch so genau. Yeah, was geht ihr ab? Das Bo, King Chronic, 3 Fragezeichen. Herzlich willkommen in meinem eigenen Film. Vorhang auf, Popcorn raus, Film fängt an, es gibt Applaus. Ganz genau, so sieht's aus. Mein Film, dein Film läuft hier nicht, auf jeden Fall heute nicht. DRS, das ist der Typ, das hier ist mein erster Film. Ich bin nicht Justus, Bob und Peter, häng mit Geistern, Gauner, Spielern. Such die Schätze, geh aufs Ganze, weil ich derbe Unterdamm. Steh volle Kante, wer ruft an? Oh, Alfred Hitchcock, ich geh ran. Ja, Digga, alles klar. Heute Abend, ja, wie immer, ne? Ich mach mein Ding, fahr mein eigenen Film. Was alle anderen sagen, ist mir egal. Bay, Rocky Beach, ein goldener Rose und die Girls sind sweet. Bob fliegt auf die Rote da, sie nennt sich Cleopatra. Peter schreit aus dem Fenster raus. Feuerfeste Drinks für mich, Justus macht dieses Gesicht. Er hat wohl keinen Bock auf Spaß, morgen Digga gib mal Gas. Mama Bleifuß, gib mal Stulle, volle Pulle, linke Spur. Linker Blinker, winke winke, tschüss, ciao. Komm auf Tour und lass ihn brüllen, komm auf Welle. Das ist mein Film auf der Stelle. Ich mach mein Ding, fahr mein eigenen Film. Was alle anderen sagen, ist mir egal. Ich fahr mein eigenen Film. Ich mach mein eigenen Film. Ich mach mein Ding. Fahr mein eigenen Film. Was alle anderen sagen, ist mir egal. Ich fahr mein eigenen Film. Ich mach mein eigenen Film. Ihr wollt die Wahrheit, hier ist sie. Ich schwing am Kronleuchter durch den Club wie Missy. Ich bin busy, ich bin Bo, hab Termine und muss los. Gib mir noch einen Kasten hoch, ich will nur ein Quantum Prost. Ich übernehme jeden Fall und bleib auf jeden Fall am Balli Ballabella auf dein Tor. Neue Tracks für deine Ohren, hör sie flüstern und rumoren. Was hat der als nächstes vor, ey? Ich mach mein Ding, ey. Ja, ganz genau, King Chronic, das Buch. Chronic, lass laufen, das Ding. Oh ja. Ganz Freunde.